Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe mir gedacht, um 2 Uhr morgens, dass ich jetzt für euch mal wieder neue Videos drehen könnte, weil die Boxen stapeln sich bei mir und es werden nicht weniger. Deswegen habe ich mir gedacht, werde ich jetzt die nächsten Videos, bis auf das Video jetzt, mit den Boxen vom vorigen Monat online bringen, weil es mir zeitlich sonst einfach nicht ausgeht. Also ich habe noch so viele Boxen übrig vom letzten Monat, die ich jetzt noch online bringen müsste, aber die neuen Boxen sind schon da und es ist dann schwierig. Deswegen habe ich mir gedacht, auf jeden Fall die My Little Box, die Gusto Box, die Vernaschen die Welt Box und die Look Fantastic Box werde ich zusammen mit dem Januar-Video online bringen. Also zuerst wird immer das Aktuelle laufen und danach eben das vom letzten Monat. Aber die Glossy Box habe ich ja schon online gebracht und da muss natürlich noch die zweite online gebracht werden, also die aktuelle Glossy Box. Und das ist die Valentinstags-Edition. Die ist auf jeden Fall vor Valentinstag gekommen, was ich sehr cool finde, weil man dann die Sachen vielleicht am Valentinstag verwenden kann. Jetzt ist leider schon auch Valentinstag, auch wo ich hier sitze. Also ich kann es leider nicht mehr verwenden, aber es wäre eine coole Idee gewesen. Ich habe was Neues, also ich habe mir was Neues ausgedacht und zwar habe ich mir gedacht, dass ich jetzt ab diesem Monat, also nicht den letzten Monat, weil jetzt habe ich schon alles verräumt, die Videos sind abgedreht und alles ist weggeräumt, dass ich aus den aktuellen Boxen von diesem Monat, also ab den Februarboxen, aus jeder Box mindestens ein Produkt rausnehmen werde und in eine Box packen werde, die dann am Ende des Monats für euch verlost wird. Also Glossy Box, My Little Box, Look Fantastic Box, Vernasche die Welt Box, die Gusto Box, werde ich überall mindestens eins, vielleicht auch mehrere Produkte raussuchen, die ich dann euch zu einer Box zusammenstelle. Genau, und ihr könnt natürlich die Unboxings anschauen und sehen, was ich aus den Boxen rausnehme und an euch verlose. Aber ich werde trotzdem zu den Produkten, die ich aus den Boxen auswähle, noch was dazu kaufen. Ein Highlight-Produkt, das ich euch aber nicht zeigen werde. Genau, das wird also eine Überraschung sein, weil es einfach so ist, dass sich bei mir die Sachen mittlerweile stapeln. Also ich habe mittlerweile echt keinen Platz mehr drüben. Ich muss auch unbedingt neue Schränke dazu kaufen und alles aussortieren und was weiß ich. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich alle Produkte, die ich nicht verwende, die einfach nichts für mich sind, die ich doppelt habe oder sonstiges, einfach an euch verlosen werde. Und ich habe ja viele Boxen jeden Monat, also es wird auf jeden Fall was zusammenkommen. Ich hoffe, ihr findet es gut. Schreibt es mir auf jeden Fall mal oben in der Infobox. Stimmt ab. Ja, ich finde es mega gut. Nein, ich will nichts gewinnen. Irgendwas werde ich reinschreiben. Und sagt mir, ob ihr es cool findet oder nicht. Weil dann werde ich das auf jeden Fall so weitermachen. Ja, und euch eine schöne Box zusammenstellen. Und mit dieser Box fangen wir jetzt an. Mit der aktuellen Glossy Box. Da werde ich das erste Produkt draus auswählen und an euch verlosen. Also in die Box mit reinpacken. Nicht jetzt verlosen, sondern am Ende des Monats. Deswegen auf jeden Fall die Videos gucken. Aber das werde ich dann extra reinschreiben, weil das mache ich nicht heute. Ich weiß ja jetzt noch nicht, was ich verlose. Jetzt kommen wir zur Box. Sie ist hier drin, in diesem wunderschönen Rosa. Und ich habe euch ja letztes Mal schon den Flyer gezeigt, was diesen Monat für eine Box kommt. Es ist wieder eine Special Edition. Und zwar haben wir erstmal wieder ganz viele Gutscheine. Und zwar von Martin Williams. Kenne ich nicht. Von Blumon, der war jetzt auch schon ein paar Mal drin, aber brauche ich nicht. Und meine neuen Freunde, die HelloFresh Box. Ja. Dazu habe ich Mittwoch ein Video online gebracht, falls es euch interessiert. War nicht so positiv. Aber wir haben diese Box, sieht mega schön aus. Und zwar die It's All About Love, denke ich mal, soll das Herz heißen. Die sieht mega schön aus. Also die haben sie mega schön designt hinten mit so süßen Herzchen in Glänzen. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Also die werde ich mir auf jeden Fall behalten. Die ist sehr, sehr schön. Aber die öffnen wir jetzt natürlich gemeinsam. Nicht einfach so, sondern wir machen es wie immer. Ich gucke mir das Heft an und suche mir was aus, was ich gerne drin hätte. So, wir haben einmal, und das glaube ich war in der Sneak Preview drin, deswegen weiß ich, dass das drin ist. Von DWTN, soll das Downtown heißen? Paris, einen Highlighter. Mische den Highlighter in die Foundation, um noch mehr zu strahlen. Also entweder ein Highlighter, um Akzente zu setzen oder eben um in die Foundation zu mischen. Ich weiß, dass da drin sein wird, deswegen werde ich mir den auch reinwünschen, aber finde ich an sich cool. Ein Highlighter kann man immer brauchen. Und dann könnte drin sein von Huda Beauty ein Liquid Matte Lipstick. Das wäre auf jeden Fall ein gutes Produkt. Das hört sich gut an. Hatten wir zwar letztes Mal schon, aber da würde ich nicht nein sagen. So, und dann haben wir als nächstes von L'Oréal Paris One Day Color Spray Hashtag Rosé Gold Hair.
ist überhaupt nicht meins. Nö. Also mit so Haarfarben habe ich es überhaupt nicht, aber wenn es drin wäre, würde ich es meiner Schwester schenken, weil die verwendet sowas. Dann haben wir Stylista The Big Hairspray. So ein wunderschönes gelbes Haarspray. Ja, Haarspray kann man immer brauchen und ich kaufe mir selber Haarspray nicht, da ist ich es sehr, sehr selten verwende, wenn ich mir Locken mache. Und meistens, wenn ich mir Locken mache, habe ich dann kein Haarspray. Und deswegen ist es immer gut, eins auf Lager zu haben. Aber das würde ich mir jetzt auch nicht so reinwünschen. Dann haben wir einen Essie-Nageljack. Und zwar einmal eine Farbe und einmal ein Gel Coacher Top Coat. Also es kann entweder eine Farbe drin sein oder ein Top Coat. Da würde ich mich, wenn dann, für die Farbe entscheiden. Also Top Coat verwende ich nie. Genauso wie eine Base verwende ich auch nie. Dann haben wir von Nivea Haarmilch natürlich Glanzpflegeshampoo. An sich nicht schlecht. Nivea ist gut. Würde ich mir jetzt aber wahrscheinlich auch nicht reinwünschen. Dann haben wir Look to Go Nagellack Nude Beige und Famous Red. Ja, sind nicht meine Farben, muss ich ehrlich zugeben. Die gefallen mir jetzt nicht so. Dann haben wir von Desigual, wie spricht man das eigentlich aus? Desigual. Ein Parfüm und zwar You. Nach was riecht es? Gucken wir mal. Ein blumiges Parfum. Ein blumiges Parfum. Ich stehe auf blumige Düfte, deswegen würde es jetzt auch nicht so schlecht, wenn das drin wäre. Würde mir sehr gefallen. Dann Palmolive Aroma Sensations Just Fabulous Duschgel. An sich Palmolive soll ja gut sein. Ich habe es noch nicht getestet, aber Duschgel würde ich mir jetzt auch nicht reinwünschen. Habe ich auch sehr viel. Dann haben wir Essence Shine Last & Go Gel Nail Polish 13. Also da wird wahrscheinlich auch die Nummer 13 dann drin sein. Ich habe es nicht so mit den Essence Nagellacken, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe zwar ein paar, aber würde ich mir jetzt auch nicht reinwünschen, dann lieber den Essie Nagellack. So, dann haben wir von Nutraskin Hyaluronwasser. Also das, glaube ich, ist jetzt schon das 100. Mal drin, also bitte nicht. Von Alverde Naturkosmetik Augenbrauenpomade. Augenbrauenprodukte habe ich auch genug, deswegen auch nicht. Dann Alverde Naturkosmetik Push Me Better Mascara oder Alverde Naturkosmetik Lash Extension Duo Mascara Ultra Black and Base. Muss ehrlich zugeben, ich habe beide Mascaras, deswegen bitte nicht. Die habe ich schon. Und dann, vom Bio-Vegan könnte eine Bio-Cranberry, ist das eine Maske? Ich glaube schon. Morgens und abends auf die gereinigte Haut auftragen, die Nachtpflege vor dem Zubettgehen. Okay, also normale Pflege und Nachtpflege könnte es sein. Und zwar Bio-Cranberry, Bio-Grüntee, Bio-Acai und Bio-Goji. Die finde ich sehr cool. Also ich mag Bio-Vegan sehr gerne, die Masken mag ich auch sehr gerne, deswegen will ich drin haben. Dann haben wir von Rocher & Gallet Duschgel. Irgendwas auf Französisch kann ich nicht aussprechen, deswegen lasse ich es lieber. Ja, wieder Duschgel, wie gesagt. Wäre nicht schlimm, wenn es drin wäre, aber würde ich mir jetzt nicht reinwünschen. Und es war's schon wieder. Gucken wir, was bei der nächsten Box steht. Beauty School. Let's talk about basics. Im März geht's mit Glossy Box ab in die Schule. Aber nicht, um öde Formeln zu pauken, sondern um Schönheitskniffe und Techniken zu erlernen. Wie ist eigentlich eine richtige Hautpflegeroutine aufgebaut? Wie ziehe ich einen perfekten Lidstrich und welche Steps mache ich beim Contouring? All diese und noch viele weitere grundlegende Beauty-Fragen klären wir in unserem Beauty School Monat. Die richtigen Tools und Produkte findest du in deiner rosa Box und das Know-how erlernst du in unserem Online-Magazin. Hört sich gut an. Ich kann mich jetzt, ich glaube, einigermaßen schminken. Könnte schlimmer sein, sagen wir es mal so. Könnte aber auch besser sein. Aber bin auf jeden Fall offen für alles. So sieht das Bild aus. Hört sich gut an. Bin ich gespannt. Heißt auf jeden Fall, dass es um Schminke geht und Schminke ist immer gut. So, also ich wünsche mir einmal auf jeden Fall den Highlighter rein, weil er drin ist, das weiß ich. Natürlich wünsche ich mir das Huda Beauty Produkt rein. Wäre ich ja doof, wenn ich es nicht machen würde. Dann wünsche ich mir rein. Gucken wir. Es sind wirklich wenig Produkte dieses Mal. Auf jeden Fall von Bio Vegan diese Maske. Dann würde ich mir noch reinwünschen einen Essie Farbnageljack und dieses Parfüm. Also wir haben einmal Highlighter, dann das Huda Beauty Produkt, dann einmal den Essie Nageljack, dann einmal die Bio Vegan Creme Maske. Creme, Tagescreme, genau, und als letztes eben das Desigual Parfüm. Das ist meine Wunschliste und jetzt gucken wir, was drin ist. So,
in diesem wunderschönen Design mal wieder. Mit einem Herzchenband. Das ist auch mega schön. Das werde ich mir aufheben. Es ist auf jeden Fall schwer. Also kann vielleicht sein, dass vielleicht doch ein Duschgel drin ist. Ich hoffe es aber nicht. Das erste, was wir haben, ist von Shams Multi-Effekt Masking 3-in-1 reinigend, Poren verfeinernd, regenerieren. Mit Heilkreide, Himbeere, Lakritz, individuelle Pflege für jede Gesichtspartie. Das ist diese Maske und die habe ich mir selber auch schon gekauft. Die fand ich gar nicht so schlecht. Aber da ich sie schon getestet habe und sehr viele Masken habe, wird die auf jeden Fall an euch verlost. Also kommt in die Box, die am Ende des Monats verlost wird. Dann haben wir eine Tube. Und zwar ja von diesem DBTN Downtown Paris. Diesen Highlighter. Ist ein sehr heller Highlighter. Sieht aber sehr schön aus von der Verpackung her. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Highlighter kann man immer brauchen. Und ich brauche sowieso wieder was, was ich unter die Foundation mischen kann. Weil das letzte Gefäß von Catrice ist mir leider auf den Boden gefallen und zersprungen. Dann haben wir... das fühlt sich nach einem Purely Haargummi an. Happy Valentine's Day mit Love, ein rosanes Bändchen. Und ich glaube, das war letztes Jahr auch drin. War das nicht sogar dasselbe? Ich glaube schon. Finde ich aber an sich nicht schlecht, dass das drin ist, weil natürlich habe ich das von letztem Jahr jetzt nicht mehr, weil das würde jetzt... keine Ahnung, wie aussehen. Ich finde, die kann man nicht lange verwenden. Also ein halbes Jahr kann ich die verwenden und dann muss ein neues her. Aber an sich finde ich die echt super. So, dann haben wir etwas dünnes, langes. Och nein, lass es nicht. Keine Mascara sein. Keine Mascara. Es ist eine Mascara. Von Alverde Naturkosmetics Lash Extension Duo Mascara. So, und das wird das zweite Produkt sein, das ich an euch verlose, denn die habe ich schon. Und zwei dieser Mascaras brauche ich nicht. Ich habe sowieso schon genug Mascaras. Deswegen wird die auf jeden Fall an euch gehen. Ich habe sie noch nicht verwendet. Ich weiß nicht, wie sie ist. Deswegen kann ich es euch nicht sagen. Aber sie wird auf jeden Fall an euch verlost. Dann haben wir etwas Großes. Dann hoffe ich, dass es von Nivea was ist. Ja. Okay, da bin ich jetzt froh. Neu für einen natürlichen Glanz. Nivea Haarmilch, natürlichen Glanz, Pflegeshampoo, Milch und Seitenproteine. Für glanzloses und trockenes Haar. Ja, glanzlos ist jetzt mein Haar nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall trocken. Deswegen finde ich das auf jeden Fall mega cool. Werde ich sehr, sehr gerne verwenden. Habe ich mir jetzt nicht reingewünscht, aber werde ich sehr gerne verwenden. Dann haben wir ein Nagellack. Fühlt sich an wie ein Essie-Nagellack. Und, ist jetzt nicht so meine Farbe. Also blau habe ich es gar nicht. Gar nicht. So, die Speicherkarte war leider leer. Deswegen, kurze Unterbrechung. Wir waren gerade bei dieser wunderschönen Farbe eines Essie-Nagellacks, die leider gar nicht meine ist. Und dann das dritte Produkt aus der Box ist, was ich an euch verlosen werde. Vielleicht kann einer von euch damit was anfangen, aber meine Farbe ist es echt nicht. Es ist eine mega coole Farbe, aber ich trage sowas nicht. Und vor Hause ist keine Nageljacke, weil ich ja im Rettungsdienst arbeite, deswegen ist es schlecht. Vielleicht kann einer von euch damit was anfangen. Wäre sonst schade drum. Und dann haben wir noch ein Produkt drin. Ich sehe es schon liegen. Und es ist ein Huda Beauty Lippenstift, also Lipgloss. Und zwar ein Lipstrobe in der Farbe R35 Ritzy Metallic Lipgloss. Den finde ich auf jeden Fall cool. Mal gucken, wie der so auf der Lippe aussieht. Aber wenn man den nicht so auf der Lippe tragen kann, obwohl ich glitzernde Lippen liebe, seht ihr jetzt auch, dann werde ich den auf jeden Fall zum Highlighten hernehmen bei anderen Lippenstiften. Aber finde ich auf jeden Fall cool. Finde ich sehr, sehr gut. Gefällt mir. Ja. Das waren jetzt alle Produkte. Wir hatten jetzt wieder insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Produkte und 2 Goodies sozusagen. Genau, fangen wir mit den Goodies an. Wir haben einmal die Multi-Effekt-Maske, also diese Dreiermaske. Die wird auf jeden Fall an euch gehen. Finde ich aber an sich nicht schlecht, aber ich habe genug Masken. Dann Happy Valentine's Day von Purely ein Haargummi. Kann ich immer brauchen für die Arbeit. Die sind sehr gut für die Haare. Dann haben wir mein Highlight-Produkt natürlich aus dieser Box. Huda Beauty, diesen Lipstrobe Lipgloss. Da bin ich schon sehr gespannt, wie der aussieht. Dann einmal von Downtown Paris eben diesen Highlighter. Finde ich auch sehr gut. Highlighter, ich liebe Highlighter. Dann von Nivea die Haarmilch. Hätte ich mir jetzt nicht reingewünscht, aber... werde ich sehr gerne verwenden. Dann dieser wunderschöne Essie-Nagellack, den ich auch an euch verlosen werde, weil ich mit der Farbe und überhaupt mit Nagellack an sich nichts anfangen kann. Und dann diese
Mascara, die ich leider auch schon habe von Alverde, die eben zwei Steps hat, und zwar einmal die Base und einmal das Schwarze, logischerweise. An sich, es sind jetzt eigentlich drei Produkte drin, die ich mir reingewünscht habe, auch wenn es jetzt nicht die Farbe ist, die ich wollte, aber es ist ein Produkt, das ich mir reingewünscht habe. Ich finde die Box jetzt nicht schlecht, aber auch nicht gut. Also ich hatte schon bessere Boxen, obwohl es der Huda Beauty Lipgloss natürlich wieder um einiges rausreißt. Also allein der ist es schon wert, die Box zu kaufen. Ja, und der Highlighter kostet auch über 20 Euro. Also es ist wieder eine mega wertvolle Box. Und dafür konnte ich dieses Mal drei Sachen an euch verlosen. Zwei, die ich schon selber habe und benutzt habe. Und eins, das mir einfach nicht so gefällt. Vielleicht könnt ihr damit was anfangen. Auf jeden Fall die nächsten Unboxings angucken, was ich da so für euch in die Boxen packe. Das war's jetzt wieder mit den Unboxing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ihr könnt mir natürlich auch einen Kommentar da lassen. Ich versuche alles so schnell wie möglich zu beantworten. So schnell wie möglich, weil es ab und zu einfach etwas länger dauern kann. Beruflich bedingt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ihr könnt natürlich auch die Glocke aktivieren. Da bekommt ihr dann sogar eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video online bringe. Und ich kann euch auf jeden Fall raten, in den nächsten Unboxings auch mit reinzugucken. Das war's dann mit dem Video. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf jeden Fall abstimmen, ob euch die Idee mit den Boxen gefällt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Jetzt bleibt ja leider nicht mehr viel davon übrig, aber auf jeden Fall einen schönen Restsonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!